Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich morgens hier auf den Weg in den Landtag macht und man hört schon die Vorberichterstattung zu diesem Tagesordnungspunkt, dann wird, glaube ich, allen deutlich, hier geht es um was. Hier geht es um etwas sehr Bedeutendes, denn Rechtsextremismus und Rassismus und rechte Gewalt sind im Gegensatz zu dem, was hier teilweise gesagt wurde, ein sehr breit verbreitetes Phänomen. Und das hier vorliegende Handlungskonzept, es ist präventiv, es ist umfassend, es ist lokal ansetzend, sozialräumlich, zielgruppenorientiert, methodenvielfältig und vor allen Dingen ist es ganz dringend nötig. Wenn wir uns die Handlungsfelder noch einmal ansehen, ich möchte sie einmal, weil alle Kolleginnen und Kollegen das nicht gemacht haben, einmal alle Handlungsfelder zu nennen, damit Sie sie auch noch mal auf dem Schirm haben, Herr Düngel. In der Tat, selbstverständlich ist die Weiterbildung und Erwachsenenbildung auch mitgedacht. Aber beginnen wir mit dem Bereich Arbeit und Wirtschaft, der Justiz von Ihnen angesprochen, selbstverständlich bei Prävention, unserem Herzensanliegen der Kinder- und Jugendhilfe im federführenden Ministerium. Medien und Kultur, Polizei, Schule, Sport, Verfassungsschutz, Wissenschaft und Hochschule, die Beratungsinfrastruktur und gegen Rassismus, die Emanzipation und die Integration. Und jedes dieser Handlungsfelder ist sehr konkret hinterlegt mit Maßnahmen und Konzepten, damit in der nächsten Zeit viel mehr gemacht werden kann gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und in der Tat, Rechtsextremismus ist keine beliebige Meinung. Rechtsextremismus und Rassismus ist menschenverachtend, immer. Und nicht selten führt es zu Verbrechen, und es gibt immer dabei Opfer. Wir wissen aus der Rechtsextremismusforschung und vom Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass die Zielgruppen, die die Täterinnen und Täter sich aussuchen, vielfältig sind und sehr weitreichend. Rechtsextremismus ist natürlich, geht es auch um Homophobie, natürlich geht es auch um Antiziganismus, um Antisemitismus und auch manchmal um Sexismus. Und das ist eben all das, was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausmacht. Und das bedingt einander. Diese Gruppen dürfen uns nicht egal sein. Denn rechtsextreme Haltungen sind leider, Herr Professor Dr. Sternberg, nicht mehr von Randgruppen internalisiert, sondern in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet. Und es betrifft auch auf der Opferseite weite Teile. Deshalb ist dieses integrierte Handlungskonzept für alle gesellschaftlichen Bereiche ressortübergreifend nötig. Der intensive Prozess, der hier beschrieben wurde, auch der spricht für die Landesregierung. Bis von der Vorstellung vom Koalitionsvertrag bis zur Vorstellung hier heute wurden die Regionalkonferenzen schon angesprochen. Und Herr Stamp, ich finde schon befremdlich, ich weiß, dass die Kollegin Schäffer bei mehreren Regionalkonferenzen war. Ich war bei einer Regionalkonferenz dabei. Und die, die jetzt hier den Prozess kritisieren, sich selber in diesen Prozess überhaupt nicht eingebracht haben, finde ich schon sehr verwerflich. Die Beteiligung der Akteure war systematisch. Und ich möchte noch mal natürlich meine zwei Herzensbereiche, die Justiz, ansprechen. Und auch da gibt es eine Menge zu tun, denn die Justiz ist mit rechtsextremistischen Straftaten konfrontiert. Bei Staatsanwaltschaften und Gerichten landen Täterinnen und Täter, und wir müssen uns damit auseinandersetzen und dabei den Schutz der Opfer in den Vordergrund stellen. Und im Strafvollzug, wenn Täterinnen und Täter dann zu ihrer Verurteilung geführt wurden, ist es von größter Bedeutung, dass Nazis und Rechtsextreme, die in Gefängnisse kommen, nicht mehr als Rechtsextreme und Nazis aus den Gefängnissen herauskommen. Das Ziel der Resozialisierung ist bei dieser Täterin- und Tätergruppe eben besonders wichtig. Wir müssen Neuanwerbungen vermeiden und ihnen aktiv entgegenwirken. Wir müssen Haltungen überprüfen und korrigieren. Und deshalb sind auch die Fortbildungen der Justizakademie im Handlungskonzept konkret benannt, Herr Düngel. Das ist auch falsch, was Sie da gesagt haben.
Zum Bereich der Jugendhilfe. Selbstverständlich ist Jugendhilfe an sich schon präventiv angelegt. Und diese frühe Prävention, es muss uns allen klar sein, je früher rechtsextremistische Einstellungen geändert werden oder besser noch, wenn sie erst gar nicht bei Kindern und Jugendlichen entstehen, desto besser für ihre weitere Entwicklung. Der Jugendhilfe kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Träger und Einrichtungen der Jugendhilfe und nicht nur die Schulsozialarbeit, sondern insbesondere die Jugendsozialarbeit haben bereits in der Vergangenheit vielfältige Ansätze, Strategien und Konzepte entwickelt, die nun eine hervorragende Grundlage in diesem Konzept sind. Nun stehen wir aber vor neuen Herausforderungen. Es wurde zu Beginn schon mal gesagt, dass sich die Gewalt gegen Geflüchtete in letzter Zeit verachtfacht hat. Das sollte uns Sorge machen, und deshalb müssen wir hier genauer hinschauen. Im Kinder- und Jugendförderplan mit seinen Fördermöglichkeiten haben wir da ein Instrument, aber wir brauchen eben auch in manchen Bereichen nicht allein die Projektförderung, sondern die Verstetigung. Wir brauchen die Verstärkung der Fußball-Fan-Projekte über die erste Bundesliga hinaus. Auch das haben wir bereits vor Veröffentlichung des Konzepts umgesetzt. Wir brauchen ein interkulturelles Verständnis und die interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit. Wir brauchen eine Ausweitung des Netzwerks Demokratie und Courage und viele andere der fast 170 Maßnahmen, wovon 80 neue sind. Dabei müssen wir selbstverständlich mit jedem Landeshaushalt schauen, ob sie dem Bedarf entsprechen und ob sie auskömmlich finanziert ist. Das ist unsere Aufgabe als Haushaltsgesetzgeber, das immer regelmäßig zu überprüfen. Denn aktuelle Entwicklungen in dem Bereich, die Ministerin hat es angesprochen, insbesondere in den sozialen Netzwerken, müssen wir sehr aufmerksam gegentreten. Herr Düngel hatte gesagt, kein Fußbreit den Rechten. Da möchte ich Ihnen zustimmen. Aber nicht nur auf Demonstrationen, sondern überall und jederzeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses. Für die